Schönen guten Tag. Der Podcast heißt Fotografie. Ich habe mich entschlossen, Fotos zu machen und mich wieder mit Fotoapparaten zu beschäftigen. Und ich habe dazu ein Kamerahandbuch in die Hand genommen. Das ist schon was älter, die Kamera auch. So, und ich will das durchlesen und mir dabei die Kamera angucken. Das ist die zugehörige Kamera. Ich glaube, die gibt es noch gebraucht zu kaufen. Ansonsten gibt es Nachfolgemodelle, die fast genauso sind. So, und ich gucke mir momentan die Kamera an und bin angekommen auf der Oberseite. Das heißt, alle Bedienelemente im Überblick. Die Vorderseite habe ich schon durch und ich bin jetzt bei der Oberseite angekommen. Als erstes gibt es hier eine Abbildung zu der Oberseite, die kann ich in die Kamera, ich habe sie zum Glück da. So, auf der Oberseite befinden sich unter anderem die beiden Walräder. Das ist einmal das Walrad. Und das Walrad hier wahrscheinlich. Der Ein- und Ausschalter, das ist der hier. Schön ist, das Ding geht auch an und im Videomodus klappt auch der Spiegel nach oben. Und der Blitzschuh. Blitzschuh ist das hier oben. Die Oberseite. Von oben betrachtet bietet sich schon deutlich. Von oben betrachtet bieten sich schon deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Rechts neben dem Riemen befindet sich ein kleines Symbol bei 1. So, das sehe ich auch hier. Ja. Das die Sensorebene anzeigt. Also auf der Höhe hier kann ich mal gerade anzeigen. Sitzt ungefähr der Sensor relativ weit hinten. So, also den kann man auch sehen und das soll man eigentlich nicht machen. Das ist unanständig. So, und wenn man es dann ein auf Filmmodus einstellt und dann auf den Live-Modus, das klappt auch der Spiegel nach hinten und dann sieht man den Sensor. Ich kann das mit dem Spiegel auch mal gerade zeigen. Sonst landet man in der Kreativautomatik. Man kann auch mit der Kamera ohne Objektiv oder mit einem selbstgebauten Objektiv fotografieren. Das ist sehr schön. Kann man auch mit Kindern machen. Habe ich auch schon mal gemacht. Die Naheinstellgrenze und die Entfernungsanzeige oder der Objektive beziehen sich auf diese Ebene. Die Naheinstellungsgrenze und die Entfernungsanzeige der Objektive beziehen sich auf diese Ebene. Diese Information ist vor allem wichtig für Makroaufnahmen. Das heißt, ab da muss man dann ausmessen, wie weit der Abstand sein kann. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie ab Seite 282. Ja, Makroaufnahmen, richtig. Ich habe kein wirkliches Makro auf Objektiv. Ich habe mir selber eine Grenze gesetzt, maximal ein Objektiv im Jahr. Ich habe dieses Jahr schon eins gekauft und das ist das Objektiv von letztem Jahr. Das, was hier drauf ist. Das ist ein Weitwinkel, Weitwinkelzoom 10 bis 18 mm. Das Unverschämte ist an dem Objektiv für diesem Jahr hing eine Kamera dran, deshalb gucke ich auch wieder in ein Kamerahandbuch. Ein wichtiges Bauteil der Kamera ist der Blitzschuh, das ist hier oben. Nummer 2, der Blitzschuh. Der nicht, wie man meinen könnte, ausschließlich dem Aufstecken des externen Blitzes dient. Auch Infrarot- und Funkauslöser zum Steuern von Blitzanlagen oder zum Beispiel ein GPS-Empfänger lassen sich hier montieren. Ich habe einen Funkauslöser für einen Blitz. Wenn ein Blitz drankommt, kann ich auch mal einen Blitz mitbringen. Das ist ein
Witz von einem Drittanbieter, das ist irgend so ein chinesischer Anbieter. Ich finde die Canon-Blitze zu teuer und Blitz einstellen ist meiner Erfahrung nach nicht ganz so einfach. Man sollte das manuell machen und vorher ausprobieren. Das Signal gibt der sogenannte Mittenkontakt, das ist das Ding hier in der Mitte. Die vier kleinen Kontakte dienen der Kommunikation mit den externen Systemblitzen. Ganz in der Nähe des Blitzschuhs befinden sich die Öffnung des Mikrofons zum Aufzeichnen des Stereotons während der Videoaufnahme. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die finde. Ja, finde ich auch. Das interne Mikrofon ist gar nicht so schlecht an der Kamera. Dafür ist der Autofokus scheiße. Die wohl am häufigsten genutzte Taste ist der Auslöser, das ist 9. Oben rechts, mit dessen Hilfe sich durch halbes Herunterdrücken auch der Autofokus aktivieren lässt. Das davor liegende Hauptwahlrad 8 hier ermöglicht zahlreiche Einstellungen in Abhängigkeit zum aktivierten Kameramodus. Zum Beispiel die Einstellung des ISO-Wertes. Das ist heute zum Beispiel relativ wichtig, weil schlechtes Wetter ist und es regnet und man wenig Licht hat. Und wenn dann ein Kind über die Wiese läuft, kann man den ISO-Wert auswählen. Man hat vielleicht ein bisschen Rauschen im Bild, aber den fußballspielenden Sohn kriegt man dann richtig drauf. Das ist sehr schön, dieses Rad. Die Kameras, die haben zwei Stück, das hat die Kamera hat leider nur eins. Ja. ISO-Wert ist, sofern Sie den ISO-Wert durch Drücken des entsprechend aktiviert haben, hier oben, das ist direkt neben dem Rad, weil das anscheinend wichtig ist. Jo. Wichtig ist hier zum Beispiel auch diese Taste, da steht Plus Minus drauf, das ist eine Belichtungskorrektur, und sowas kommt auch oft vor. Ging, glaube ich, auch mit dem Rad, stelle ich alles noch fest. Irgendwie hat man es wieder raus. Muss halt so eine Kamera dann auch in die Hand nehmen und das ausprobieren. Die verschiedenen Aufnahmemodi der Kamera stellen sich über das Modus Wahlrad ein. Die verschiedenen Aufnahmemodi der Kamera stellen Sie über das Modus Wahlrad ein. Das ist Nummer 6 hier oben. Ein paar sehr schöne Modi, zum Beispiel den, mein Lieblingsmodi ist, ich habe leider keine lichtstarken Festbrennweiten, ist der ohne Blitz, wenn man sowas da drauf tut, kann man damit sehr schöne Bilder machen, auch bei schlechtem Licht. Das gilt für alle Kameras. Mit diesem wechseln Sie in die verschiedenen Kameramodi und so können Sie zum Beispiel vom Vollautomatikmodus, das ist A+, der ist direkt da drüber. Und es passiert mir manchmal, dass, wenn der Blitz rauskommt, ich von A+ auf ohne Blitz wechsle. In den manuellen Modus wechseln, direkt neben dem Modus Wahlrad, das ist der P. Das ist noch mit Programmautomatik M, wäre der manuelle Modus. Da muss man dann, kann man auch die Blendenöffnung, Aperture und Time kann man dann, also Blendenöffnung und Belichtungszeit kann man dann manuell einstellen. Direkt neben dem Moduswahlrad befindet sich der Hauptschalter 7, über den Sie die Kamera ein- und ausschalten und den Videomodus aktivieren können. Ja, habe ich eben schon gemacht. So, es geht dann weiter mit der Unterseite. Tschüss.